Peter hat es auch nicht. Ne? So, wir sind schon angelangt am Ende unserer Prüfung. Mein Hund ist krank geworden, leider. Und alle anderen haben bestanden. Du bist nass her. Was mit den Hunden war, das wird Mike uns gleich erzählen. Aber Mike, erstmal recht herzlichen Dank. Du bist heute das erste Mal bei uns. Als Richter, ja, als Zuschauer schon ein oder bei der Körung, was? Als Helfer, bei der Körung. Aber diesmal das erste Mal durfte er richtig richten, zeigen, was er konnte. Und ich muss sagen, ich war mit ihm bestzufrieden. Dir auch einen herzlichen Dank für deine Schreiberei, diese unsichtbaren Sachen. Keiner sieht es, aber wir freuen uns, dass er fertig ist. Das ist Ulla weg. Ulla gehört auch zu einer von den Frauen, die in der Küche wieder quasi mitgeordnet haben. Was? Ist er noch weg, Ulla? Hast du es auch gehört? Und Rosi? Rosi hat wieder ein Süppchen gemacht. Lecker, lecker war. Mit. Wir haben doch kein Opfer. Ja, da musst du doch essen. Genau. Doch, ist leer. Nein, tschüss. Ma? Herr Mann. Ja, danke, dass wir das gemacht haben. Somit hatten wir heute eine volle Prüfung. Wir hatten natürlich auch noch mehr haben können, aber wir haben nur die Punktzahl. Ich hatte nicht mit dem Herrn. Ich muss nur noch den Töten. Ja, dann darf ich das Wort übergeben an unseren Walter. Dankeschön. Liebe Sportsfreundinnen, liebe Sportsfreunde, liebe jugendliche Kinder, die wir unter uns haben, ich darf mich erstmal recht herzlich bei der Ortsgruppe bedanken für die Einladung. Ich bin sehr gerne hergekommen. Die Ortsgruppe, die gerade schon erwähnt wurde, wo ich schon ein paar Mal als Helfer war und schon oft als Zuschauer, als Teilnehmer hier auf den Schauen, die abgehalten werden. Eine Ortsgruppe, die bekannt ist für einwandfreie Organisation. Wie gesagt, sind wir gerne hergekommen und dafür recht herzlichen Dank für die Einladung. Bedanken darf ich mich natürlich bei den Akteuren, die sich heute meinen Unterrang gestellt. Was auch nicht immer ganz so, ja, wenn man noch ein Richter ist, recht frisch und noch in der Probe ist, was dann jemand auch nicht ganz so oft ist. Eine volle Prüfung mit 7 Schutzhunden, 4 Begleithunde hat man selten. Habe ich mich gefreut. Ich hoffe, dass einigermaßen mit mir einverstanden waren mit der Vergabe der Punkte. Ich denke mal, zu den Leistungen habe ich auf dem Platz genug gesagt. Wenn Sie allerdings noch Fragen haben, bin ich gerne bereit, Rede und Antwort zu stehen. Auch wenn Sie mich telefonisch erreichen möchten, herzlich gerne. Nur nicht mehr nach 10 Uhr, entweder liege ich im Bett oder ich bin in der Disco. Aber alleine, ne? Ich bedanke mich natürlich auch bei dem Personal, die für unser leibliches Wohl gesorgt haben. Frühstück her, bis zum Mittagessen, das war alles perfekt und hervorragend. Da vergebe ich natürlich gerne und selbstverständlich das Prädikat vorzüglich. Ebenso war der Prüfungsleiter, bei dem ich mich recht herzlich bedanken darf, im Vorfeld der Prüfung mich pünktlich informiert, wie viele Hunde an den Start gehen, so dass man Beginn abmachen konnten. Auch bei der Petra, die ihr Schriftkram hervorragend hier unter Dach und Fach hatte, war alles super vorbereitet. Ohne Wenn und Aber, volle Punktzahl, 100 Punkte. Herzlichen Dank. Besonders möchte ich aber erwähnen, die Sportsfreunde aus Schweden, die es sich nicht haben nehmen lassen, diesen weiten Weg auf sich zu nehmen, die hier mit 4 Hunden an den Start gegangen sind. Alle Hunde waren sehr gut vorbereitet. Man darf nicht vergessen, diese lange Fahrt, die die Hunde hatten, und dann hierhin, das wenige Üben, was übrig geblieben ist. Dafür haben die Hunde sich hier hervorragend präsentiert und vor allem, was mich am meisten freut, ist, dass alle Hunde selbstsicher und alle Hunde gutartig und sozialverträglich waren. Und ich denke mal, so können wir den deutschen Schäferhund verkaufen, auch aus dem Ausland hierher rüberkommen und dann sich hervorragend präsentieren. Das zeugt für Anerkennung und für meinen absoluten Respekt. Dankeschön.
Besonders erwähnenswert ist natürlich die Milan, die heute ihren Mund vorgeführt hat, ein Rüden, ein stattlicher Rüde, der sehr gut gelaufen ist, mit 11 Jahren einen Rüden so unter Kontrolle zu haben. Das zeugt schon ein bisschen vom Können und zeugt auch schon so ein bisschen, dass du die richtigen Lehrer an deiner Seite hast. Du hast deine Sache ganz hervorragend und ganz prima gemacht und hast heute in der Serie 96 Rüde vorzüglich gemacht. Das ist schon ein bisschen was. Und ich denke mal, mach weiter so, dann wirst du mit Sicherheit weiter viel, viel Erfolg und viel, viel Spaß im Sport haben. Danke. Das soll genug der Worte gewesen sein. Ich bin dankbar für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche weiterhin viel, viel Spaß im Hundesport, egal in welchem Bereich, ob im GDP-Bereich oder im anderen Bereich. Ich denke mal, wenn wir alle miteinander arbeiten, dann brauchen wir uns alle ganz gut machen. Wenn ich da draußen gucke, wünsche ich allen schon, naja, einen angenehmen Herbst. Du musst dir gut schauen fest. Und dann wendet das. Ich hoffe, dass er auch so wird. Leider zwei Übungen verbaut, sonst wäre es ein sehr, sehr gutes, hohes Gut gewesen in der Unterordnung. 90 Punkte, sehr gut im Schutz und 258 gesamt gut. Herzlichen Glückwunsch. Nina, so zeig dir mal einen Helfer auch. Dann nehme ich jetzt einfach einen Helfer. Dann habe ich einmal die Paula vom Stadt von Sundern. Figurante. Mit Marc. Schon so ein 1, 85, 75, 85. Herzlichen Glückwunsch. Zari vom Holkenbator. Auch in der Schutz und 1, 78, 73, 75. Ein Schutzinsatz noch nicht ganz so geklappt, aber Schutz und 1, ein bisschen Gehorsam noch üben, dann kriegen wir das alles hin. Einmal der Herr Schiffner. Trotzdem die Schutz und 1 bestanden. Heute auch Schutz und 1, 72 in der Pferd, hat ein bisschen Pech gehabt, wollte letzte Schenkel nicht mehr suchen, 73 in der Begleitungsprüfung, 90 Punkte für den absolut führenden Schutzdienst, der mir sehr gut gefallen hat, heute 235 gesamte Fähigkeitsgewinn. Dann haben wir Tequila, zu meiner Rechten, 84 in der Pferde, war sehr gut heute, 75 leider die Hürde versaut, der Hund beim Begleiten, aber dann wieder 90 im Schutz, ins herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir Pizarro. Pizarro heute IPO3, sehr schön, wenn man sieht, dass man nicht nur Schutz und 3 kann, sondern auch IPO3 kann. Heute mit 86, 72, 82, 240 gesamt gut. Herzlichen Glückwunsch. Das waren die Schutzhunde. Wie gesagt, der eine wurde krank zurückgezogen, hat letztlich vor vom Tierarzt. Der Hundeführer musste vorzeitig hier los, weil er noch ein